Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Flatcaps Tech Channel. Und zwar zeige ich euch heute, wie ihr Telegram auf eurem Windows-PC nutzt. Und zwar müssen wir da zuerst mal auf die Telegram-Seite. So. Und dann können wir hier direkt die APK runterladen für Android. Das empfiehlt sich auch, wenn ihr zum Beispiel Kanäle oder Gruppen habt, die mit eurer normalen App aus dem Play Store nicht mehr angezeigt werden, könnt ihr die hier runterladen und dann könnt ihr die wieder sehen. Die ist nicht die App von der Telegram-Seite ist nicht eingeschränkt oder beschnitten, sage ich mal. Genauso könnt ihr hier für Telegram für iPhone und iPad runterladen und eben hier für Linux-PC, macOS bzw. für PC und Linux und könnt dann hier auswählen, alle Plattformen anzeigen, Portable-Version. Und hier seht ihr dann alle Linux 64-Bit, Telegram für Windows, Windows 64-Bit und für Mac OS. Ich nehme hier natürlich Windows 64-Bit, da ich ein 64-Bit-Betriebssystem habe. Und dann können wir auch gleich hier unten draufklicken. Dann geht hier so ein Menü auf. Installationspfad, wir klicken auf Weiter, klicken nochmal auf Weiter, Desktop-Symbol erstellen, falls ihr das nicht wolltet, nehmt einen Haken raus und auf Weiter und installieren. So, jetzt können wir das auch gleich starten. Start Messaging. Und jetzt müsst ihr einfach nur hingehen und mit eurer aktuellen App, die ihr auf dem Handy habt, diesen Code scannen. Oder aber ihr macht das Ganze per, seht ihr unten, or login using your phone number, also mit eurer Handynummer oder Mobilfunknummer. Ich mache das Ganze jetzt mit einem Handy und QR-Code. Dazu müsst ihr einfach die App öffnen. Dann klickt ihr oben links auf die drei Striche, dann auf Einstellungen. Und dann seht ihr oben auch schon neben der Lupe so ein QR-Code-Zeichen. Nee, das ist falsch. Dann gehen wir auf Geräte und dann Desktop-Gerät verknüpfen. Da klicken wir drauf und dann geht die Kamera auf und ihr könnt den Code scannen. Ich habe hier Zertifizierung in zwei Schritten gemacht. Also ich habe ein Passwort vergeben. Und das muss ich jetzt eingeben. Und dann haben wir hier unseren Telegram Desktop. Und ihr könnt dann hier anfangen, zu schreiben. Und das war's dann auch schon von mir damit.
Ich wünsche euch viel Spaß damit, seid beim nächsten Mal wieder dabei und bis dahin macht's gut und ciao.